Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video zur MyCloud X4. Nachdem wir uns nun das Gerät im ersten Video angeschaut haben und im zweiten Video mit der kleineren Variante verglichen haben, wollen wir uns in diesem Video mal mit der Ersteinrichtung ein bisschen genauer beschäftigen. Und hierzu werde ich nun mal den Stromanschluss einstecken. Und wie wir dann sofort sehen, schaltet sich das Gerät kurzzeitig ein. Ich drücke mal den Startknopf und wir können auf dem Display Welcome to Western Digital MyCloud X4 lesen und die Funktionslampe fängt an zu leuchten, genauso wie die Lampe der ersten und der zweiten Festplatte. Wahrscheinlich werden gleich noch die dritte und vierte Festplatte, genau, da kommt die dritte Festplatte, folgen. Und laut der Anleitung, die dem Paket beiliegt, soll ich nun die folgende Adresse in meinen Browser eingeben, http://wd.com/setup/wd-mycloud-x4 und dann gucken wir mal, was passiert, wenn ich das bestätige. Erstmal lange Zeit gar nichts. Hier lande ich jetzt auf der Western Digital Seite und werde aufgefordert, hier die Software herunterzuladen. Dann tun wir das doch einfach mal. Wie man zwischendurch sieht, fangen die Lampen hier immer mal wieder bunt an zu blinken und wahrscheinlich werden die einzelnen Festplatten nun eingerichtet und gleichzeitig auch das erste Mal überprüft, ob sie alle stimmig sind und volle Funktionalität haben. Nun ist auch der Download abgeschlossen, es ging aber extrem langsam. Und wir werden hier mal mit der Ersteinrichtung beginnen. Ich stimme den Lizenzbedingungen zu. Ich werde gebeten, einen Stromanschluss an das Gerät anzuschließen. Und wenn der Name angezeigt wird, soll ich auf Weiter klicken. Genau. Hier wird dann auch die Western Digital MyCloud X4 gefunden. Darunter steht die Seriennummer und die IP-Adresse. Und nun werden wir mal die Einrichtung abwarten. Die Registrierung überspringen wir jetzt in diesem Fall mal. Und nun wird mir gesagt, dass ich das Gerät erfolgreich eingerichtet habe. Und eine Software auf meinem Rechner installiert wird. Auch hierbei muss ich wieder die Lizenzbedingungen bestätigen. Die Installation ist abgeschlossen. Und ich hoffe nun, genau, nach der Installation findet man auf seinem Desktop Western Digital MyCloud X4 Dashboard App. Wenn man diese öffnet, dann erscheint der Login
Hierbei bei der Ersteinrichtung ist noch kein Passwort festgelegt, das heißt, ich klicke weiter und gelange sofort zu der Übersicht zu meiner Western Digital My Cloud X4. Ich sehe, dass der Diagnosebericht eine Fehlerfreiheit einzeigt, die aktuelle Firmware auf dem neuesten Stand ist, ich keine Apps installiert habe, ein Benutzer, das ist der Admin, eingerichtet ist, keine Cloud-Geräte eingerichtet sind und die Netzwerkaktivität eigentlich gar nicht ausgelastet ist und der RAM-Speicher zu 23%. Im Menü, was sehr ähnlich zu dem Menü der Western Digital My Cloud X2 aussieht, kann ich hier oben nun zwischen den einzelnen Bereichen hin und her schalten. Ich kann Benutzer anlegen oder auch wieder löschen, Freigaben einrichten, den Cloud-Zugriff einrichten, eine Sicherung einrichten, mich über den Speicherstatus informieren oder den spezifischen RAID-Modus einstellen. Hier jetzt in dem Fall ist automatisch der RAID 5-Modus eingerichtet. Damit ergeben sich für mich 5,94 Terabyte Arbeitsspeicher. Mir ist es möglich, neue, weitere Apps zu installieren. Schauen wir mal, wie viele das sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Apps. Ich glaube, das hat sich auch zur MyCloud X2 und zu meinem letzten Mal nachgucken nicht verändert. Ich kann in die Einstellungen kommen und hier natürlich noch viel, viel mehr verändern. Dann habe ich hier oben noch die Möglichkeit, auf angeschlossene USB-Geräte zuzugreifen, mir Warnmeldungen anzuzeigen oder mich im Hilfemenü zu bewegen. Wenn ich fertig bin, klicke ich auf Abmelden und schon ist die Ersteinrichtung beendet. Ich kann nun, wenn ich möchte, auf das Gerät zugreifen, Daten heraufspielen oder natürlich mich mit den Einstellungen beschäftigen und hier einige Sachen verändern. Vielen Dank fürs Zusehen. Wer Fragen oder Anregungen hat, kann die gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten noch einen schönen Tag. Tschüss.